Hallo zusammen, ich bin Lisa Reiser von Welt Demokratie e.V. Wir sind hier heute zusammengekommen aus einem ganz besonderen Anlass, 1.12. Es ist nämlich heute der Tag, an dem die neuen Regeln für die Bürgermitsprache in Kraft treten. Ich möchte ganz herzlich begrüßen den Herrn Hitzer von der CDU, den Andreas Schwarz von den Grünen und hier den Nick Sacolario von der SPD, alles Abgeordnete, die in der interfraktionellen Arbeitsgruppe seit 3 Jahren an der Reform der Gemeindeordnung gearbeitet haben. Herzlichen Dank auch nochmal, dass Sie nach diesen jahrelangen Verhandlungen einen gemeinsamen Kompromiss gefunden haben, der Baden-Württemberg wirklich voranbringt bei der Bürgermitsprache. Ja, jetzt möchte ich gerne die Abgeordneten kurz bitten, ihre Einschätzung zu diesen Reformen zu machen, die wir jetzt alle gemeinsam heute begehen werden. Herr Hitzer, fangen wir an. Ich freue mich, dass wir es hingebracht haben, interfraktionell und ohne jede Händel, ja, diese Vereinbarungen zu treffen. Ein gutes Stück Politik, ein guter Tag für Baden-Württemberg. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was die Bürger daraus machen, dass sie mehr Mitsprache haben. Gut, Andreas, was hast du vielleicht? Ein guter Tag für Baden-Württemberg. Wir haben die Hürden für Bürgerbegehren, für Bürgerentscheide gesenkt. Wir haben auch den Themenkatalog ausgeweitet, auch über Grundsatzfragen der Stadtplanung können die Bürgerinnen und Bürger künftig abstimmen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich bin gespannt, wie die Bürgerinnen und Bürger diese neuen Instrumente der direkten Demokratie annehmen werden. Für mich ist heute ein besonderer Tag, weil wir die Beteiligung in Baden-Württemberg verbessert haben. Wir haben da ein Problem. Am Wochenende war Okay-Wahl in Ulm. 40% Wahlbeteiligung, 60% sind nicht zur Wahl gegangen. Das heißt, es war Handlungsbedarf. Und diese Instrumente, die wir überparteilich beschlossen haben, mögen dazu beitragen, dass die Menschen sich wieder mehr beteiligen an dem, was sie angeht, was sie direkt betrifft, in den Kommunen, in den Landkreisen, bei Kommunalen. Sehr gut. Und ich möchte auch nochmal betonen, die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg haben jetzt einen breiten Instrumentenkoffer zur Verfügung, um sich einzubringen. Das ist eine eindeutige Einladung, sich aktiver an der Politik zu beteiligen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt gemeinsam die Bühne frei für die Bürgerinnen und Bürger. Wir zählen gemeinsam von 5 runter und dann beginnen wir mit einer Old Action den Start der Bürgerbeteiligung hier in Baden-Württemberg. Also, 5, 4, 3, 2, 1 und...